Herr Präsident, Frau Senatorin Fegebank, Herr Dr. Tode, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich eigentlich einsteigen und sehr begrüßen, dass wir an dieser Stelle jetzt tatsächlich über etwas reden, nämlich die Wissenschaft, die Europa zusammenbringt und nicht über das, was Europa spaltet, wie die AfD. Von daher ist es schön, dass wir hier gemeinsam über Sinnvolles für Hamburg und Europa sprechen, nämlich die Wissenschaftspolitik. Die Hochschulen in die Herzen der Hamburger tragen. Damit ist Senatorin Fegebank im letzten Jahr gestartet. Und diesen Ausruf, den konnten sich sicherlich die meisten von uns, mindestens aber alle Wissenschaftspolitiker, anschließen. Und ähnliches Feedback kam ja auch von den Hamburger Hochschulen. Man begrüße, nachdem man 4 Jahre lang vorher eher Konfrontationskurs der SPD-Senatorin gehabt hat, endlich auch mal jemanden im Senat zu haben, der zumindest suggeriert, dass man zuhören will, dass man sich ernsthaft mit den Hochschulen beschäftigen will und dass man die Hochschulen in die Herzen der Hamburger tragen will und voranbringen will. Und ja, diese 40 Millionen Euro, Herr Dr. Tode, Sie werden es kaum glauben, begrüßen wir. Diese 40 Millionen Euro sind ein Beitrag der rot-grünen Koalition, der sich im Koalitionsvertrag niederschlägt. Und wir begrüßen es auch, dass wir jetzt, nachdem wir schon weit über ein Jahr mit der Legislatur vorangeschritten sind, auch endlich mal ein bisschen Butter bei die Fische geben und auch tatsächlich darüber reden, was Sie denn vor einem Jahr erstmal so mit großen Worten in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Und es ist auch gut, dass jetzt auch von grüner Seite endlich mal Realpolitik betrieben wird und wir jetzt über diese 8 Millionen Euro pro Jahr reden. Denn wenn wir uns überlegen, was haben wir denn im letzten Jahr von den Grünen im Senat, von den Grünen in der Bürgerschaft gehört, dann sprechen wir sicherlich über spannende ideologisch verbote Fahrradprogramme, wir sprechen über Genderampeln auf St. Georg, wir sprechen über irrwitzige Verbote von Kaffeekapseln in Hamburgs Behörden und zuletzt reden wir über Pfandringe an Altonas Mülleimern. Das ist grüne Politik für Hamburg, meine Damen und Herren. Von daher ist es gut, dass wir jetzt über ernsthafte Wissenschaftspolitik sprechen. Und dennoch ist es auch ein bisschen symptomatisch, dass die SPD diese Debatte nun angemeldet hat und ein bisschen über kleinteilige Hochschulförderung sprechen möchte. Denn das habe ich ja auch schon, Sie haben ja auf meine Pressemitteilung auch schon verwiesen, festgestellt. Tatsächlich, wenn wir uns anschauen, wie groß der Gesamtetat ist, wie groß auch der Bedarf an den unterfinanzierten Hamburger Hochschulen sind, dann sind diese 8 Millionen Euro und auch die Debatte heute Almosen. Und es ist ein Eingeständnis von SPD und Grünen, dass es ihnen reicht, unsere Hochschulen mit Kleckerbeträgen zu versorgen, 8 Millionen Euro pro Jahr, anstatt tatsächlich für eine auskömmliche Grundfinanzierung der Hamburger Wissenschaft zu sorgen, Herr Dr. Tode. Das ist nämlich der Fakt. Nun gehe ich jedoch davon aus, und das haben Sie ja gerade auch schon in Ihren einleitenden Worten gesagt, dass Sie diese Debatte tatsächlich auch deshalb angemeldet haben, gar nicht so sehr, weil es Ihnen jetzt um die 8 Millionen Euro pro Jahr geht, sondern weil Sie Ihrer eigenen Wissenschaftssenatorin Gelegenheit geben wollen, sich hier vor dem Parlament zu erklären, was es denn eigentlich mit Ihrem Verhalten bei den Verhandlungen in der Exzellenzinitiative oder besser, wie es jetzt heute heißt, in der Exzellenzstrategie auf sich hat. Meine Damen und Herren, was für ein Debakel für Hamburg. Die Abstimmungsschwierigkeiten zwischen dem Bürgermeister und der Wissenschaftssenatorin offengelegt, die eigenen Hochschulen national düpiert und schließlich Hamburgs Ruf national bundesweit ramponiert. Das ist doch das Ergebnis. Und dabei wurde rein gar nichts, Herr Dr. Tode, anders als Sie es hier behaupten, rein gar nichts für Hamburg erreicht. 3 Punkte. Die Bedingungen der Exzellenzinitiative, auch das sagt Professor Wanker, die nun Exzellenzstrategie heißt, bleiben bestehen, wie vor dem Hamburger Veto bereits beschlossen. Zweitens, es gibt zwar mehr Exzellenz in Universitäten, nämlich 11 statt 8 bis 11, was aber im Umkehrschluss bedeutet, es gibt für alle, die jetzt Exzellenzuniversität werden sollen, weniger Geld als vorher. Punkt 2. Punkt 3, es gibt nicht nur weniger Geld für alle im Einzelnen, sondern es wird auch noch so ausgehen, dass Sie mit Ihrer Politik oder mit der Politik Ihrer Senatorin genau das Gegenteil erreicht haben von dem, was Sie wollen. Sie schwächen die kleinen Universitäten, denn es wird zukünftig notwendig sein, dass jede Exzellenzuni mindestens 2 Cluster vorhält. Das bedeutet, einzelne kleinere Hochschulen werden kaum noch eine Chance haben, sich überhaupt auf das Programm, auf diese Initiative zu bewerben. Und das alles hat festgestellt, nicht nur unsere Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, das hat auch festgestellt Christa Sager als ehemalige Wissenschaftssenatorin dieser Stadt, dass das, was Frau Fegebank da angerichtet hat, weder für Hamburg etwas gebracht hat, noch für die Wissenschaft. Es ist einfach nur bitter, was da für unsere Stadt geleistet wurde, meine Damen und Herren. Dennoch zu dieser Drucksache, Herr Dr. Tode, ich bin völlig bei Ihnen. Sie haben gute Punkte aufgezählt. Sie haben gute Punkte aufgezählt, wenn es um die Landesforschungsförderung geht, aber auch wenn es darum geht, strukturell die
kleineren Hochschulen dieser Stadt besser zu stellen, denn sie brauchen es auch dringend, denn es ist doch Ihr Senat, der einfach nicht für eine auskömmliche Grundfinanzierung sorgt. Das ist doch das Problem und dabei wäre es doch so einfach gewesen. Sie hätten sich hier heute oder irgendwann auch im letzten Jahr doch ganz anders feiern können, Herr Dr. Tode, Frau Senatorin. Sie hätten nicht nur 40 Millionen Euro, 8 Millionen Euro pro Jahr als Almosen verteilen können, sondern Sie hätten zumindest 150 Millionen Euro den Hochschulen direkt geben können. Und ich werde so lange mit Ihrem BAföG-Betrug weitermachen, Herr Dr. Tode, bis Sie uns eine Antwort geben, wo das Geld denn geblieben ist. Denn es ist nun mal ein Fakt, 40 Millionen Euro gehen an die Hochschulen, 150 Millionen Euro hätten es aber sein können. Sie entziehen damit den Studenten, dem wissenschaftlichen Personal, der exzellenten Forschung, die Sie angeblich ja selber fördern wollen, kurzum allen Hamburger staatlichen Hochschulen bis 2020 rund 110 Millionen Euro. Und das ist und bleibt ein waschechter rot-grüner BAföG-Betrug, Herr Dr. Tode. Und man hätte auch noch über andere Projekte reden können, wenn wir von tatsächlicher guter Hochschulpolitik reden wollen. Der Holzwirtschaft, der nachhaltigen Holzwirtschaft, roter grüne Schredder, aufoktroyiert durch den Sparzwang, den Sie verantworten, meine Damen und Herren von SPD und Grünen. Nach jede Menge staatlichen Subventionen wird wohl nun, so ist es ja offensichtlich auch von den Behörden bereits abgenickt, wird wohl das renommierte HWWI für 1 Euro verramscht. Das ist Hochschulpolitik, wie SPD und Grüne es zumindest dulden und offenbar nichts anderes tun, als Subventionen reinschieben und irgendwann dann den Geldhahn zudrehen und sagen, gut, dann schreddern wir es halt. Wir könnten uns darüber unterhalten, was wir für die Technische Universität Hamburg-Harburg tun, die aus allen Nähten platzt. Auch da höre ich viel zu wenig von Ihnen. Und an der Uni Hamburg stehen nach wie vor in einigen Räumen Wassereimer, um die Lecks in den Dächern und in den Decken einigermaßen aufzufangen. Spitzenforschung ist wichtig, Herr Dr. Tode. Spitzenforschung ist wichtig, aber Spitzenforschung alleine, Exzellenz alleine reicht nicht. Sie müssen dafür sorgen, dass die Breitenforschung und Lehre tatsächlich auch auskömmlich finanziert ist. Das hat die bundesweite Presse auch festgestellt. Also das, was Sie als Kompromiss feiern, das ist absolut kein Kompromiss. Das ist auch keine Glanzleistung der Senatorin an dieser Stelle, die ich ja sonst immer gerne unterstütze. Aber wenn wir in der Zeit lesen, dass die grüne Wissenschaftssenatorin mittlerweile in der Hamburger Presse ja gar nur noch als Marionette eines Mannes gesehen wird, der als potenzieller SPD-Kanzlerkandidat allen beweisen wollte, wie gut er verhandeln kann, dann wissen wir, wie desaströs es um die Hamburger Hochschulpolitik bestellt ist, meine Damen und Herren. Und spätestens jetzt, Herr Dr. Tode, muss eindeutig das A-Team ran, was Sie hier mit Ihren Fraktionen auf die Beine gestellt haben. Wir werden diese Initiative heute unterstützen, weil ein bisschen ist immer noch besser als nichts. Wir hoffen natürlich auch auf Unterstützung, wenn wir mit eigenen Anträgen und Initiativen kommen. Wir haben ja nachher noch auf der Tagesordnung die Akademie der Wissenschaften in Hamburg, die auch Unterstützung braucht. Meine Damen und Herren, das ist ein schwacher Anfang nach über einem Jahr. Wir hoffen, und ich werde alles dafür tun, dass es auch so kommt, dass da noch einiges mehr rauskommt. Vielen Dank.